Die Geschichte unserer Firma beginnt 2005. Da haben wir gegründet. Bis dahin war mein Vater Küchenwirtschaftsleiter in einem Seniorenheim. Und wir hatten gemeinsam 2003 die Idee, uns mit dieser Küche in dem Altenheim als Catering-Unternehmen selbstständig zu machen. Ja, und dann haben wir dann im Sommer 2005 gestartet mit 7 Mitarbeitern, die schon immer dort in der Küche gearbeitet haben, und haben zusätzlich zu dem Altenheim die beiden ortsansässigen Kindergärten verpflegt. Und das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Die Eltern der beiden Kindergärten, die haben gefragt, ob wir nicht auch die Grundschule in dem Ortsteil in Bonn, wo wir vorher gesessen haben, dann ab 2006 nicht verpflegen wollen. Ja, und aus einer Schule und 2 Kindergärten wurden dann 3 Schulen und 5 Kindergärten. Mittlerweile sind es über 80 Einrichtungen, die wir verpflegen. Aus den 150 Essen, die wir damals zubereitet haben, sind es mittlerweile 7.000 geworden im ganzen Unternehmen. Hier in der Zentralküche in Bonn machen wir 6.000. Und aus den 7 Mitarbeitern sind mittlerweile 140 Mitarbeiter geworden. Also die Schulverpflegung ist eigentlich erst so richtig Thema seit 2005, 2006. Da wurden immer mehr Schulen zur Ganztagsschule umfunktioniert und standen natürlich auf einmal vor der Situation, ihre Kinder auch mittags entsprechend mit Verpflegung zu versorgen. Dafür waren Deutschlands Schulen natürlich nicht gerüstet. Als wir 2006 in die Schulverpflegung eingestiegen sind, gab es fast keine Produkte für die Schulverpflegung. Und wir brauchten dann die Hilfe der Industrie und der Lieferanten des Handels, um überhaupt Produkte dafür zu entwickeln. Und das ist in den letzten Jahren viel besser geworden, aber da muss auch noch viel passieren. Ich sag mal, wir analysieren die Situation einfach erst einmal. Weil ein Caterer kommt und sagt, ich habe hier ein Problem. Ja, dann muss man die Situation ganzheitlich betrachten. Wir möchten ihn verstehen. Wir müssen ihn verstehen, damit man nachher auch die entsprechenden Maßnahmen einleiten kann. Ja, und da kommt eben zum Tragen auch die Synergie im Hause mit unserer großküchentechnischen Abteilung, dass wir die Kollegen dort vor Ort implementieren und im Prinzip mit dem Kunden zusammenbringen und dann die optimale Technik für das entsprechende Problem ins Haus bringen. Früher hatten wir für die verschiedensten Non-Food-Dinge auch verschiedene kleine Lieferanten. Und mittlerweile machen wir einen Großteil unserer Non-Food-Bestellungen oder Großküchentechnik-Dinge mit unserem Fachberater, dem Herrn Hofenbitzer. Wir haben angefangen, sage ich mal, vor anderthalb Jahren mit Kleinteilen, GN-Behältern etc. Und mittlerweile ist das Verhältnis so weit gediehen, dass immer mehr und immer öfter Anfragen kommen. Wir haben jetzt gerade das Thema Berufsbekleidung, neue Ausstattung für die Küche. Ja, ist ein tolles Stickergebnis. Wir haben einen Ansprechpartner, der sich wirklich um die Dinge kümmert, der das Ganze ganzheitlich sieht, weil er weiß, was beim letzten Mal war, was es vielleicht noch links und rechts für Artikel geben muss, woran wir denken müssen. Da weiß ich auch, dass wenn ich Reklamationen habe, dass sich jemand, dann rufe ich den Herrn Hofenbitzer an. Wenn ich eine Nachbestellung brauche, rufe ich den Herrn Hofenbitzer an. Also ich habe jetzt einen Ansprechpartner und für mich ist immer ganz wichtig, für mich ist dann abgehakt, für mich ist es aus dem Kopf. Ich weiß, da kümmert sich jemand drum, ich kann mich darauf verlassen und die Welt ist in Ordnung. Wenn ich zum Kunden komme, das ist erstmal zuhören und Bedarf ermitteln im Endeffekt. Und das geht halt am besten übers Zuhören. Und dann kann ich ganz konkret auch in die Sachen einsteigen und kann sagen, ja, ist okay, deine Problematik habe ich erkannt und hier können wir eine Lösung anbieten. Natürlich macht man dann ab und an den Vorstoß und sagt, wir haben auch eine Abteilung, die Konzepte erstellen kann, die beraten und planen kann. Hier geht es darum, wirklich ja, Synergien zu schaffen, gemeinsam in der Kooperation Dinge anzustoßen, Trends zu setzen, Trends frühzeitig zu erkennen, Produkte zu kreieren, damit überhaupt die Industrie dann Produkte für uns entwickelt. Wir können dadurch unterstützen, dass wir Qualität eben wirklich zu dem Preis, den sie wert ist, ja, dass sie preiswert ist, dass dieses entsprechend beim Kunden ankommt. Um dieses auch transparenter zu machen, arbeiten wir ganz eng mit der Hochschule Fulda zusammen und haben eben dort gemeinsam ein Konzept entwickelt, das nennt sich Take 5 for You, wo wir insbesondere auf diese Ansprüche der Schüler der Sekundarstufe 1 und 2 eingehen,
um auch dort im Prinzip entsprechend gesunde und wohlschmeckende Verpflegung anzubieten. Wir schauen uns im Prinzip auch den gesamten Prozess an. Und das wäre meine Vision im Prinzip von einer funktionierenden Schulverpflegung, dass es ganz viele Menschen gibt, die im Prinzip diese runden Tische bilden, um alle an eine Tafel zu bekommen und dann auf ein Ziel hinzuarbeiten, gemeinsam. Wir selber haben im vergangenen Jahr das sogenannte Profitreffen Schulverpflegung bundesweit gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von Spezialisten, also von Unternehmen wie wir, die sich im Schwerpunkt um Schulverpflegung kümmern. Und mit denen treffen wir uns zweimal im Jahr, tauschen uns aus, reden über Probleme, reden über Produkte, über Dinge, die wir brauchen. Und wir sehen schon, dass Bewegung am Markt ist. Und auch die wachsen genau wie wir jährlich. Also wir werden auch jährlich größer und das geht den Kollegen genauso, weil sich einfach Qualität auch in dem Bereich langfristig durchsetzen wird.